die Plätze fertig, los! Hallo Camping- und Outdoor-Freunde! Hallo! Ich kann das nicht sagen. Warum nicht? Weil ich das nicht kann. Hallo Camping- und Outdoor-Freunde. Kriegst du auch noch hin. Bist ja erst hier, stimmt's? Mhm. So Emily, wie findest du das? Toll. Was gefällt dir am besten? Die Nebelkanone. Ich bin mal wieder begeistert. Ist ja nichts Neues bei mir. Ich kann mich ja für viele Dinge begeistern, wisst ihr vielleicht. Ja, aber das ist auf jeden Fall richtig, richtig heftig. Also nicht unbedingt die Lichter, sondern dass ich diese mobile PA-Anlage, weil die ist nämlich völlig mobil und autark, ne, hier mit diesen Powerstationen betreiben kann. Die hier habe ich ja euch schon mal gezeigt. Das ist so eine relativ kleine mit 500 Wattstunden, gibt es noch kleiner. Ja, der Nachteil bei der ist, dass die maximal 300 Watt ab kann. Also wenn ich jetzt hier Power rausziehe, bei 300 Watt ist Schluss. Ja, und deswegen kommt jetzt das Teil ins Spiel. Vergleichen kann man die beiden jetzt nicht, weil das ist eine ganz andere Leistungsklasse hier. Deswegen können wir die jetzt erstmal wegstellen. Ich war jetzt wieder eine Woche Geld verdienen auf Montage und habe natürlich neben der Geldverdienerei mir Gedanken gemacht, wie ich hier mit dem YouTube-Kanal weiter vorankomme und habe wieder ganz tolle, verrückte Projekte am Laufen, zumindest in der Theorie. Und eins davon ist, kann ich euch schon verraten, und zwar kommendes Wochenende werde ich mit einem E-Bike, und zwar einem neuen E-Bike, das zeige ich euch dann im Detail, einen Burley Fahrradanhänger, zeige ich euch dann auch im Detail, und dieser Jaggery Powerstation werde ich eine Tour machen, und zwar zum Brian vom Kanal B-Camper 94 Do It Yourself, kennt ihr bestimmt. Ja, diesmal habe ich keinen Fahrradwohnwagen dabei, sondern den Burley Anhänger und eine Hängematte mit Tarp. Ja, wollte ich schon immer mal ausprobieren. Und da es ja schon ziemlich kalt ist in der Nacht, dachte ich mir, brauche ich irgendwie Wärme. Und dann kam ich auf die Idee, mit dieser Powerstation eine beheizbare Decke zu betreiben. Ja, das Ding habe ich bestellt, also die Decke. Powerstation ist ja schon da. Gehen wir gleich näher drauf ein. Ja, und die Decke kommt hoffentlich diese Woche noch und dann kann ich das Ganze in die Tat umsetzen. Ich bin schon total gespannt auf das Video. Ich hoffe, ihr auch. Aber ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden. Diese Powerstation habe ich gesponsert bekommen von Jaggery. Nicht nur die Powerstation, sondern auch Solarmodule. Emily, weißt du schon, was Solarmodule sind? Klar, was auf der Wiese steht da hinten. Zeig uns das mal, los. Was kann das machen? Weißt du das? Was macht denn das mit der Sonne? Strom. Strom, Emily. Strom. Aus Sonnenlicht Strom, stimmt's? Ja, danke an die Firma Jaggery. Ich bin natürlich diese Kooperation eingegangen, weil ich genau für sowas extrem begeisterungsfähig bin. Und ich empfehle auch gerne solche Produkte weiter, wenn ich selber die sehr gut finde. Ja, das werdet ihr öfters auf meinem Kanal erfahren. Da unten in der Videobeschreibung ist übrigens auch der Link. Es gibt, wie gesagt, dann noch ein zweites Video, muss ich allerdings dann noch drehen. Wahrscheinlich so am 10. oder so kommt das online. Und ich empfehle euch, dieses Video auf jeden Fall zu schauen, weil die Firma Jaggery hat mir was verraten, was ich euch noch nicht verraten darf, aber in dem Video am 10. darf ich es euch verraten. Deswegen schaut es euch auf jeden Fall an. Ist eine Überraschung. Ja, ist richtig geil, richtig geil. Ich kann, glaube ich, so viel verraten. Die Firma Jaggery feiert 9-jähriges Bestehen. Und da gibt es natürlich ja, den ein oder anderen Bonus für die Kunden. So, Emily, jetzt kommst du ins Spiel. Und zwar brauche ich jetzt Emily als Nebelkanonenbedienungsexpertin. Bist du so eine? Mhm. Das ist sehr gut. Und zwar, das ist nämlich cool. So, schaut mal, diese zwei mobilen PA-Boxen und auch diesen Subwoofer kann ich ja mit der kleinen Powerstation, die ich euch vorhin gezeigt habe, problemlos bedienen, weil die haben insgesamt so um die 100 Watt oder nicht mal. Wenn ich jetzt hier noch die Lichteranlage reinstecke, ich habe ja momentan nur die zwei in Betrieb, komme ich insgesamt auf jeder Jahr so ungefähr 125, 135 Watt. Also das würde noch die andere Powerstation hinkriegen, weil 300 Watt ist ja die maximale Grenze. Allerdings ist dann auch der Akku schnell leer, weil die hat ja bloß 500 Wattstunden. Dieses Teil hat 1000 Wattstunden. Also mit dieser Leistungsabnahme kann ich ungefähr 7-8 Stunden die Anlage autark betreiben, ohne dass ich Strom nachlade, weil ich kann ja gleichzeitig Strom nachladen. Da die Sonne am Untergehen ist, habe ich jetzt momentan noch 12 Watt. Ja, du kannst gleich 12 Watt, was hier reingeht. Aber ich kann ja hier auch zwei Paneele zusammenschalten, dann hätte ich die doppelte Leistung. Habe ich alles schon getestet, seht ihr gleich. So, und jetzt kommst du ins Spiel, weil diese Stecker hier, die verbinden nicht nur meine Lichtanlage, sondern hier unten drunter versteckt sich eine Nebelkanone. Und ich halte mir jetzt mal an. Zack, zack. So.
Und jetzt passiert Folgendes, schaut mal hier drauf. Sprunghaft 528 Watt. Warum? Da ist ja eine Heizung drin, weil das Nebelfluid muss ja erhitzt werden, damit es dann zu Nebel wird. Und eine Heizung, wisst ihr ja selbst, frisst immer eine Menge Strom. So Emily, guck mal, wenn diese Lampe dann leuchtet, dauert 2 bis 3 Minuten, dann sage ich okay jetzt und dann kannst du hier drauf drücken und dann kommt hier vorne der Nebel rausgeschossen, hier vorne. Das probiere ich nachher noch aus, wenn es dunkel ist, damit man das auch besser sieht. Auch hier die Laser und so, da sind nämlich Laser eingebaut, auch bei denen da oben. Man erkennt es nur grob, in der Maschine da ist ein Laser drin und wenn der Nebel dann hier so ist, erhoffe ich mir, dass man die Laser auch ein bisschen besser sieht. Besser ist es natürlich, wenn man mit dieser PA-Anlage irgendwo in geschlossenen Räumen stehen würde. Das habe ich vor und zwar zum Halloween diesen Jahres wird da vorne wieder ein Halloween-Parcours aufgebaut. Das Ganze zeige ich allerdings auf dem YouTube-Kanal JP's Abenteuerhof, das ist immer noch mein Hauptkanal. Wobei meine Klickzahl auf meinem Nebenkanal hier ist schon nahezu doppelt so hoch, wie das auf meinem Hauptkanal der Fall ist. Also ihr seid wirklich heftig, krass drauf. Ne? Ich freue mich wirklich wahnsinnig über jeden von euch, alle, die meine Videos schauen. An dieser Stelle ein großes Dankeschön. Leuchtet schon? Leuchtet schon? Ja, drück mal drauf. Lange drauf drücken, länger. So. Gut. Ja, machst du super. Du bist eine richtige Expertin. Jetzt kannst du in den Nebel reingehen. Das stinkt nicht. Es riecht gut. Ich drück mal und du rennst rein, okay? Achtung, jetzt ist übrigens die Lampe an. Und hier zeigt die Station jetzt 136 Watt oder 120, je nachdem. Weil die Heizung in dem Ding jetzt ausgegangen ist. Und los! Nochmal! Macht das Spaß? Ja. Wow. Hast du gut gemacht, klatsch ab! Oh. Aua, aua, aua! Gestern und heute habe ich das Teil mal ein bisschen getestet und da kam mir prompt die Idee, ey, eigentlich ist das die perfekte Anlage, Stromversorgungsanlage für mein Kaninchenhotel. Ja, das seht ihr, wie gesagt, alles auf meinem Hauptkanal, JP's Abenteuerhof. Hier entsteht ja so ein Hotel, wir können ja mal reingehen. Ist noch nicht ganz fertig, hier hängen noch die Kabel rum. Hier ist ein Kühlschrank eingebaut, der wird dann mit dieser Powerstation betrieben. So ein Mini-Kühlschrank, das ist einfach nur ein Regal. Hier sind noch ein paar Lampen, die dann eingebaut werden. Hier sind die Betten, wo man dann drin schlafen kann. Und vom Betten aus kann man dann hier durchgucken. Natürlich muss ich die Scheibe putzen. Und dann kann man die Emily beobachten, wie sie die Kaninchen beobachtet. Ein Kühlschrank! Klar ist das ein Kühlschrank. Wir brauchen noch kalte Getränke. Hier drin ist es nämlich ziemlich warm. Siehst du nicht, wie ich schwitze? Willst du dann auch mit hier schlafen? Ja, aber unten. Aber unten? Schön, ich schlafe lieber oben. Da fehlt aber jetzt noch hier der Lattenrost und so, ne? Hey, wer bist denn du? Emily. Gibt's hier ein Eis? Ja. Ich hätte gerne Vanille, Schoko und Erdbeer. Na Stella, wie findest du so das Solarpanel? Hier mal im Größenvergleich, meine Katze und das Panel. Deswegen ist nämlich meine Katze jetzt hergekommen, um euch das mal zu zeigen. So, gestern war perfekter Sonnenschein. Um 2, keine Wolke am Himmel oder kaum. Und ich habe die perfekt ausgerichtet. Beide Module zusammengesteckt. Da gibt es extra so einen separaten Eingang. Das seht ihr hier alles, wie man das dann zusammensteckt. Das ist total einfach, selbsterklärend. Man kann gar nichts falsch machen. Ja, und dann habe ich gesehen, es war auf 130 Watt begrenzt. Dann dachte ich mir, okay, 2 mal 100 Watt sind ja eigentlich 200 Watt. Dass das ein bisschen weniger ist, war mir bewusst, aber so viel war mir nicht bewusst. Bis mir dann irgendwann der Gedanke kam, dass die Powerstation wahrscheinlich begrenzt ist auf einer Ladeleistung von 130 Watt. Denn ich habe dann die Module einzeln ausprobiert. Ja, also ich habe die dann miteinander verglichen, ob die auch die gleiche Leistung bringen. Die Leistung war nicht gleich, ungefähr 10 Watt Unterschied. Bei dem einen Modul war es halt ein bisschen weniger. Und das andere hat dafür kurzzeitig sogar mal über 100 Watt angezeigt. Also 102, glaube ich, war das meiste. Da war ich überrascht, weil, wie gesagt, normalerweise bringen die Module nur bei absolut idealer Verhältnisse diese Leistung. Ansonsten sind die halt immer ein bisschen drunter. Ja, so 80 bis 90 Watt kann man erwarten. Ich hatte 50% Akku und habe das dann bis abends um 18 Uhr, glaube ich, dran gehabt. Alle beide Module musste die natürlich immer nachrücken und dann war auch öfters eine Wolke da. Wenn die Wolke da war, ist das runtergegangen auf 30 Watt
Und demzufolge macht das auch Sinn, wenn man mit zwei so Solarmodulen lädt, weil dann hat man immer noch 30 Watt. Wenn man das nämlich dann einzeln macht, hat man bloß 15 Watt. Und das ist natürlich mit 30 Watt deutlich besser. Ja, und dann abends waren es, glaube ich, so 79%, die ich dann drauf hatte. Mit 50% habe ich angefangen. Heute habe ich nochmal nachgeladen. Ich weiß nicht wie lange, nur mit einem Modul. Da war die ganze Zeit die Sonne da und dann hatte ich die 100% erreicht. Dann kam mir heute noch die Idee, die Solarmodule von Jaggery mit dem Solarmodul von Bluetti, glaube ich, heißt die andere Firma, zu vergleichen. Da habe ich auch so ein Portables zum Auseinanderklappen. Das hat sogar 120 Watt und das hat ja nur 100 Watt, ja. Aber der Test hat ergeben, dass das mit 100 Watt tatsächlich mehr Sonne liefert. Ja, ich glaube 5 Watt mehr waren es als dieses 120 Watt Modul von Bluetti. Und das von Bluetti ist auch nochmal einen Tick teurer, also es liegt nicht am Preis oder so. Ist wahrscheinlich die Qualität auch wieder besser, ne. Ja, keine Ahnung, aber es sind beide gut. Ja, kann man jetzt nicht sagen, das eine schlecht ist, das andere nicht so gut. Aber Fakt ist, die leisten wir hier einen Tick besser. Nachteil bei denen hier, also für mich der Nachteil, die sind relativ groß. Wenn man die zusammenklappt, ich wollte das nämlich mitnehmen bei meiner Tour mit diesem neuen Anhänger, den ihr dann im nächsten Video seht. Aber ich kriege das Ding gar nicht verladen, ja, auch nicht oben drauf gebaut. Dann habe ich das mal mit den anderen probiert. Das kriege ich verladen, passt perfekt in den Anhänger rein, aber obendrauf kriege ich es auch nicht. Da müsste ich mir irgendwie noch eine Vorrichtung bauen. Das heißt, mit diesem Anhänger, den ich da gekauft habe, kann ich das so erstmal während der Fahrt noch nicht betreiben. Da müsste ich mir irgendwie noch eine Halterung bauen. Das werde ich bestimmt auch tun. Ja, ohne dass ich das jetzt hier dran halten werde, weiß ich aber, dass das jetzt auf jeden Fall hier hinten drauf passen würde. Wenn man sich jetzt hier irgendwie ein Reling baut und dann so Gummis spannt, könnte man das hier drauf legen. Richtig cool. Und dann kann man das jederzeit auch während der Fahrt am Modi befestigen. Zum Schluss nochmal der Hinweis, weil es geht mir nicht aus dem Kopf raus, ja. Ich darf es eigentlich nicht verraten, ich verrate es auch nicht, aber am 10.10. oder 11.10. so werde ich ein nächstes Video rausbringen, hoffe ich doch, wenn das Wetter mitspielt, soll nämlich die nächste Woche komplett regnen. Und zwar mit der Tour, was ich euch gesagt habe, zum Brein. Ja, das werde ich die Powerstation nochmal testen mit dieser Heizdecke und alles. Seid ihr live dabei. Ja, und dann werde ich euch verraten, was es Cooles von der Firma Jaggery gibt, ja. So, also guckt euch auf jeden Fall das nächste Video an und in diesem Sinne sage ich, wenn euch das Video hier gefallen hat, liked es natürlich, abonnieren nicht vergessen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und ansonsten ciao, bis zum nächsten Mal, euer Jörg. Wo bleibt mein Eis? Ich habe doch ein Eis bestellt. Das muss noch, vielleicht hat der Becher so lange gedauert. Ach so, es wäre jetzt geschmolzen. Nein, der Becher musste noch gemacht werden, weil wir hatten keinen Becher mehr. Ach so, okay, sagst noch Tschüss. 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 Emily, Qualm drücken. Wir brauchen Qualm. Nicht da oben reingucken. Yeah.
Okay. Achtung, auf die Plätze, fertig, los. Papa? Ja? Hier bin ich filme von hier hinten. Ja, ach, bleib da vorne. Achtung! Das sieht so geil aus. Guck mal, das Ding, was ich. Komm mal hierher! Komm mal hierher! Na, einfach weiterlaufen. Dreh dich mal um, guck mal das Runde an. Ist das cool? Sieht schön aus, ja? Sieht so cool aus. Und einmal so rum, dann andersrum. Qualm! Aber drück drauf! Okay. Jetzt! Gut! Ja. Komm hierher. Ist das cool? Ja. Komm hier hinter. Die Nebelmaschine ist so cool. Die Nebelmaschine ist so cool. Ich finde die, das runde Ding da oben so cool. Ah, schon wieder Licht, Musik alle. Oh, das ist geil, wie das mal auf die Musik reagiert. Papa? Ja. Warte mal! Ich